Ein herzlich willkommen bei 7 Days to Die. Mit dabei sind heute der Attaboom. Hallo, liebe Leute. Der Sponti. Moin. Und der Doskias. Hallöchen. Der Doskias kann mal erklären, was wir heute vorhaben. Ja, ich kann es zumindest mal probieren. Also, ich bin natürlich nach wie vor mit der Mauer beschäftigt. Ich habe das Ganze jetzt im Offline-Bereich ein bisschen weitergemacht. Ich wollte es euch ersparen, dass ich diesen Teil hier, den ihr jetzt hier gerade sehen könnt, nicht nochmal sehen müsst, wie ich das baue. Ist ja unnötig, ist ja eigentlich nur spiegelverkehrt. Werde auf jeden Fall da weiterbauen. Den Turm möchte ich gerne heute eventuell fertig kriegen, dass wir wenigstens an Tag 7 einen Turm haben, auf dem wir uns im Notfall irgendwie zurückziehen können und von dort aus die Zombies bekämpfen können. Ansonsten, gut, ich werde schauen, nebenher ein bisschen Landwirtschaft werde ich auch betreiben. Ich muss den Garten ein bisschen größer machen, denn der Ertrag ist noch relativ klein. Und ich weiß gar nicht, Sponti, was macht der Sponti da unten? Ja, Sponti baut einen Fluchttunnel. Wenn alle Stricke reichen, dann können wir durch diesen Tunnel abhauen. Und wir haben noch vor, ihn mit anderen Ein- und Ausgängen zu verbinden. Und da ich halt nicht mit aufnehme, bin ich optimal geeignet für diese Aufgabe. Linke Maustaste drücken, das kann er auf Dauer sehr lange. Ich bin dafür praktisch ausgebildet, das zu tun. Und ja, ich bau ab. Eine Menge. Viel. Was ja auch den also, ja, sag nur. Also ich habe mit dem Attaboom geplant, ein bisschen noch weiter Essen zu besorgen und die Stadt hier zu looten. Und die restlichen 4 Häuser. Und dann werden wir uns auch wieder auf den Heimweg begeben. Und dann weiter ein bisschen Schutz aufzubauen und den Doskias dabei zu helfen. Gut, wir haben zum Glück schon einiges an Material zusammenbekommen. Der Sponti war ja fleißig. Ich habe auch sehr viel vorbereitet. Also heute ist mal nichts mit ständig Holzhacken oder Frames bauen. Das ist alles kein Problem. Alles im Inventar, sobald ich hier natürlich das Feld erweitert habe. Und wir müssen schauen. Ich weiß nicht, ob es von der Zeit her oben reicht. Wir sehen es ja, es ist 18.25 Uhr. Eventuell, falls es von der Zeit her kompliziert wird und es wird dunkel und wir können nichts machen, werden wir das einfach dann schneiden müssen wohl. Außer, ich weiß ja nicht, vielleicht habt ihr auch Lust, im Dunkeln da noch ein bisschen looten zu gehen. Das, da im Dunkeln eher nicht. Also das überlasse ich euch eigentlich ganz. Ich fühle mich hier ganz sicher eigentlich. Aber, also ja, das ist eure Entscheidung. Ja, gut. Also ich finde es ja auch sehr lustig, dass ich hier irgendwo Zombies höre, aber ich sehe sie nicht. Ja, hatte ich jetzt gerade auch gehabt. Bei mir hat er dich hinterm Fenster und Kardine versteckt. Also ganz lustig. Ich höre ihn. Schaden kriege ich keinen. So, ich versuche das Ganze auch ein bisschen, wie ihr sehen könnt, hübsch zu machen. Hier ich finde zum Beispiel diese zwei Bäume hier, die haben wir hier als der letzte durch Zufall einfach mal hingesetzt. Und ich finde, das macht es optisch, macht es das echt sehr, sehr geil. Okay, die Stacheln vielleicht jetzt nicht. Aber wenn vielleicht der Cotton hier noch wächst, dann sieht das vielleicht auch nicht schlecht aus. Jetzt mal gucken. Oh, die Katze passt hier wunderbar drauf. Sehr, sehr cool. Dann mache ich das nämlich hier auch noch hin. Ah, das. Okay, dann brauche ich auch dieses Zaunding. Hat ein Haus mit dem blauen Dach. Da oben habe ich eine Kiste stehen. Wenn du voll bist, kannst du die da erstmal leer machen. Ich bin nicht voll. Wenn du voll bist, kannst du die erstmal entleeren. Ach, da ist er. Naja, naja. Oh, Level up. Oh, stimmt, gut, dass du sagst. Muss ich mal wieder gucken. Ich habe mir ja immer vorgenommen, nur zu leveln, wenn wir aufnehmen. Damit die Leute immer sehen, was ich denn überhaupt skill. Jetzt mal eben schauen. Das haben wir ja beim letzten Mal hinbekommen. Quality so. Joe ist jetzt 3 von 3. Oh. Was war das denn jetzt? Da ist der Atta tot. Ich finde das so lustig. Ich höre den Zombie, aber ich sehe nichts. So, 30. Ich hoffe, er hatte einen Schlafsack gesetzt. Nee. Oh. Vergessen. Aber oh, ich bin gleich um die Ecke. Dann ist er gut. Ja, der ist bei euch an der Ecke. Ach, bei uns sogar? Ja. Oh, stimmt. Hier oben ist er.
Ja, dann kann er doch gleich mal vorbeikommen, kann sich das hier alles mal anschauen und kann auch hier sich ein schönes Plätzchen raussuchen. Nimm mal meine Tasche mit, Chris. Mit seinem Schlafsack. Ja, ich bin am Suchen, Rudi. Kleiner Tipp von mir an dich, Chris. Es wird bald dunkel, ne? Also nicht mehr so lange da draußen sein. Ah. Der Chris, der liebt die Gefahr. Das macht er gerne. Der liebt die Gefahr. Aber ist das die Stelle, wo ihr sogar angefangen habt hier? Da oben war ich noch nicht. Also, vielleicht sieht's so ähnlich aus. Ja. Oh, Tankstelle ist hier. So, vielleicht kann da jemand noch Lehm unterwegs besorgen. Ich hol mal Lehm. Okay, dann, ja gut, du hast ja eh durch deine Graberei extrem viel Stein. Dann kannst, ich hab viel Stein. Ja, dann kannst du nämlich den Stein gleich umwandeln mit dem Lehm in Cobblestone. Für das weitere Vorhaben der Mauer. Und ich gehe doch jetzt einfach mal kurz Richtung Atta. Ich mach deine Mauer ruhig weiter, ich bin gleich da. Ja, okay, ich wollte eh in die Richtung hier. Ich möchte den Turm weitermachen. Müssen wir nämlich uns ein bisschen was überlegen. So. Und ich soll dir jetzt en masse Cobblestone erstellen, sagst du? Ja, Cobblestone mit Leben. Also du brauchst ein Leben und ein Stein gibt ein Cobblestone. Und ich brauche verdammt viel. Okay, 4000 Stein habe ich. Ja. Wenn du jetzt noch 4000 Leben hast, wäre das nicht schlecht. Ja, da hapert vielleicht noch. Da bin ich gerade erst bei 0. Ich habe ja schon so eine Lehmmine, die ich gerade komplett aushebe. Das klingt doch schon mal gut. Schau, ich denn ja 2 Stunden zu euch zu rennen. Ah. Ja, vielleicht kommst du wieder. Ja, bei Chris ist ja immer ein bisschen. Also, er Survival ja auf Hardcore-Modus. Das stimmt. Ein wenig. Die Statistik sagt ja alles, er liebt die Gefahr, ist immer da, wo es brennt. Ja, gerade beim Feuer. So, jetzt haben wir ja grob eigentlich schon mal hier oben das fertig. Das ist natürlich jetzt nur die erste Ebene des Turms. Mein Plan ist auch, hier einen Laufweg zu haben. Und da können wir ganz einfach die Wooden Fans nehmen. Ich demonstriere das mal und setze mal eins hin. Das sind eigentlich echt coole Laufwege, weil die halt nicht den ganzen Block vom Design, also vom Aussehen her zumindest, verbrauchen. Und dann habt ihr hier einfach einen umgedrehten Zaun, aber das sieht aus wie so ein Laufweg. Den werde ich dann in die Richtung machen, bis ganz rüber zu der anderen Seite quasi. Auch in die Richtung wird das irgendwann geschehen. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie können wir diesen Turm einigermaßen hinkriegen, dass er nicht gleich aussieht. Dass er oben einfach eine andere Form hat wie unten. Ist natürlich jetzt beim. Ja, es wird langsam spät. Okay, noch ein paar Frames machen. Das war kein Problem. Oh, ich höre. Ja, natürlich. Der Frauenanteil auf diesem Server ist natürlich wieder gewaltig gestiegen. Ich glaube, ich bin nach wie vor der einzigste männliche Part hier in diesem. Auf dieser Welt. Ich finde das ja sensational. Dass ich, obwohl ich männlich eingestellt habe, weibliche Charakter spiele. Ja, das. Laut Chris ist der Server eh verflucht. Ja, das stimmt allerdings. Also wenn ich so mal eine Statistik angucke, man könnte die einfach schon holen. Ja. Die blenden die auch schon gar nicht mehr ein. Jetzt nicht wundern da draußen, was ich jetzt hier bastel. Ich probiere jetzt einfach was. Dazu brauche ich aber noch ein paar mehr Rampen. So. Kann auch sein, dass ich jetzt hier alles gleich wieder abreiß, wenn es mir nicht gefällt. Aber mein Motto ist immer erstmal setzen und dann gucken, wie es aussieht. Wieso brauche ich den Bogen jetzt her? Das mache ich bei Bomben auch immer so. Cool. Bei Bomben? Ja, ich setze die erstmal und dann schaue ich, wie es hinterher aussieht. Das ist das Dämliche. Ah. Signore Dos Kias? Ja. Wo treiben Sie sich gerade rum? Ich habe da was für Sie. On the Tower.
Da schleicht er sich durchs Maisfeld durch. Ich hab das Gefühl, ich schaff das nicht ganz pünktlich. Irgendwie hoch? Ja, ja, ja. Hier haben wir eine Leiter hoch. Was hast du denn für mich? Vielleicht kannst du das ja gebrauchen. Mhm. Weil du bist ja Main-Player auf diesem Server. Ich hab dir da mal einen Helm hingeschmissen. Ach, ein Helmchen. Oh, das muss ich. Na, das. Mein Stahlhelm ist dann doch besser. Na, dann. Dann nicht. Ich dachte, du kannst. Könnte ich mal ein bisschen hübsch machen. Ah, ja, ich bin schon hübsch genug. Aber wenn du einen Helm mit einer Lampe findest, den nehme ich herzlich an. Ja, ich werde am besten geben, ne? Ja, wir haben ja eh also gesagt. Nicht in der Sicherheit bleiben, looten gehen, sofort. Wir haben ja eh gesagt, ich meine, nach dem 7. Tag der Horde wollten wir ja eh dann mal. Was? Wo? Ah, nice, danke. Wollten wir eh mal eine Loot-Tour machen, dass auch meine Zuschauer mal was anderes sehen wie bauen. Und ich denke, da ist meine ganze Hoffnung drin, dass ich vielleicht mal ein paar nützliche Sachen finde, wie jetzt auch den Bergarbeiterhelm oder aber auch, wobei da die Chance sehr, sehr gering ist, soweit ich das weiß, die schöne Nagelpistole. Oh ja, die wäre schön. Die wäre natürlich auch sehr nice. Das muss ich überlegen. Ah genau, jetzt machen wir... So, ich habe jetzt hier die Schräge hingetan, aus folgendem Grund. Wenn ich hier stehe, kann ich besser hier runter gucken, wie wenn jetzt hier eine Gerade ist. Wir können das mal hier demonstrieren. Hier, da ist jetzt dieser Bereich hier im Weg. Hier ist dieser Bereich offen. Deswegen habe ich jetzt hier so eine Schräge gemacht. Und damit das mit der Optik her passt, hier kommen entweder Gitter... Ja, doch, hier kommen Gitter ran. Und eins drüber kommen die Schrägen wieder ran. Das kann ich eigentlich auch gleich mal hinsetzen. Und dann ist nur noch die Frage, was wir um den Turm rum machen. Wahrscheinlich Gitter. Ja, ich hab's geschafft. Oh. Wo ist er denn? Gerade da oben. Mich leeren. Ah, sehr schön. Ja, da kannst du dich natürlich gerne in dem Haus ausbreiten. Nee. So. Ich will euch ja nicht den Platz wegnehmen. Oh, wir haben genug Platz. Wir können auch noch im Notfall ein Stockwerk draufsetzen. So. Tag 6, beziehungsweise Nacht 6. Ja, mal schauen. Wir hatten ja auch schon lange keine Action mehr, deswegen ich bleib hier. Ich baue einfach meinen Turm weiter. Ich fühle mich hier auch relativ sicher. Und jetzt kommt die Wanderhorde. Das war das Stichwort. Ja, genau. Ich baue zur Sicherheit mal noch eine Hedge hier hin auf meinen Turm, dass hier zumindest kein Zombie die Leiter hochkommen soll. Jetzt wird es natürlich ein bisschen duster, aber ich habe ja... Warte, ich möchte deine Sachen hier hin. Ich mache ein Arbeitslicht hin, so. Scary. Eine Fackel bauen, da sahst du was. Ja, ist immer gut, ne? Ach, kann ich noch nicht. Ich bin gerade dabei, 720 Cobblestone Rocks zu machen. Danke. Oh, sehr schön. Chris, kannst du den hier gebrauchen? Ich hab dir was hier geschmissen. Ja. Ne. Bei eine Kiste rein. Stimmen sie denn undauernd? So, jetzt haben wir hier mal wenigstens ein bisschen Licht. So. Cobblestone ist leer, aber meine Hoffnung ist ja auf Sponti. Ja. Mal gucken, wo treibt er sich denn rum? Ah, in seiner Hütte. Komm ich mal rüber. Scheint alles noch sehr ruhig zu sein, aber das soll mir recht sein. Ich habe mich gerade gewundert, in der Nacht werden die Höhlen wirklich sehr, sehr dunkel. Ja. Ich habe nur schwarzen Bildschirm. Ich dachte schon, das Spiel wäre abgeschmiert. Das war, ich glaube, ich warte mal auf die Fackel. Ich muss mal kurz Cobblestone abbrechen, ich brauche Fackeln. Oh, ja, deine Scheune ist ja stockenduster. Ich sehe selber nichts. Bist du hier unten? Ja, ich bin in meinem sicheren Versteck hier unten. Alter, ich sehe ja gar nichts. Seit wann ist denn das Spiel so dunkel? Hallo? Warte. Ah ja, gut, Fackeln sind natürlich effektiver. Leg die hin. So. Und ich habe aber erst nur 210. Das reicht mir erstmal. Also natürlich reicht's mir nicht, aber
Dann kann ich das vorhaben, was ich vorhab, zumindest weitermachen. So, Chris, an was bist du dran? Ja, Wolfgang Zoll. Also ich bin ja gerade um meine Hütte, hab mich leer gemacht. Und werde mal gucken, was der Sponti macht. Das Nacht kann ich natürlich nicht schlecht was machen. Aus Gründen des Überlebens. So, eigentlich, was ich neu herstellen könnte, wird Iron Peitsch, also die der Iron Dings. Ja. Die Forge Iron. Die Forge Iron. Genau, Forge Iron, genau. Ah. Mein Englisch ist halt nicht so das Beste, wie man merkt. Entschuldigt mir dies. Oh, ich muss sagen, wenn ich jetzt hier stehe an meinem Türmchen, die Hütte ist schön ausgeleuchtet. Also von Weitem könnte man meinen, da wohnen ein paar Leute drin. Das denken die Zombies bestimmt auch. Das habe ich mir nämlich auch gerade gedacht. Mensch, guck mal da. Essen auf Feuer. Ja, genau. Was tappst du denn da so rum? Was? Du tappst bei mir so richtig rum, richtig hardcore. So. Erzähl doch mal. Das ist schon fast zu klein. Hat er eine das Kiste, Fenster. Wo man Iron Fragments zeigen sollte? In der Scheune wird das Lager gebaut, da sind eigentlich alles, also nach und nach wird die Hütte eh quasi leer gemacht. Und da haben wir auch die Forge stehen, also die Forge, die wir in der Hütte haben, die werden nicht mehr benutzt. Das kommt alles ins Lager. Und das Forge Iron kannst du demnach auch ins große Lager, da ist eine Forge, und da reinpacken einfach. Dann können wir das einschmelzen. Und dann hier auch raus. Apropos. Wir brauchen natürlich weitere Woodframes. So, sehr schön. Ja, Chris, dein... Nee, Quatsch, nicht Chris. Sponti, dein Holz ist auch schon wieder fast aus. Auch schon, ja, ich hab da noch drei Stück. Ich weigere mich jetzt aber, weiteres Hacken zu gehen. Ja, ja, das passt. Mama hat gesagt, geh nachts nicht in den Wald. Ah, wie oft... Nochmal, ein letztes Mal. Ja, passt. Passt, so wollte ich setzen. Dann natürlich... so rum. Nee, falsch rum. So rum wollten wir es setzen. Zack. Und zack. Jawohl. Und wir lassen das natürlich nicht, weil meiner Meinung nach ist das hier keine gute Deckenhöhe. Das ist ziemlich nervig. Da habe ich mich leider in diesem Bereich da vorne ein bisschen verbaut. Das Ganze ist eins zu niedrig, deswegen ist die Mauer hier gesehen, dieses Tor, ist auch schon eins höher wie da hinten. Da muss ich mir jetzt noch überlegen, wie wir das genau machen da hinten. Eventuell werde ich da sogar auch nochmal obendrauf zwei Türme setzen mit Laufweg. Oh, mal gucken. Ich bin mir noch nicht sicher genau, wie ich das mache. Und ich bin gerade sehr, sehr skeptisch, was diese Stille hier draußen angeht. Das ist mir zu ruhig. Ich traue diesen Zombies nicht. Ich glaube, die hecken wieder was aus. Ja, ja. Ja, sehr ruhig. Die kleinen Recken. Weil ich muss echt sagen, also seit wir uns hier niedergelassen haben, wenn man bedenkt, wie am Anfang hier die Hölle los war, ist jetzt hier echt tote Hose. Wurdest du bisher angegriffen? Nee, ne? Seit ich die Mauer baue? Ah, jetzt in der Nacht, meine ich? Achso, hier. Nö, gar nicht. Also hier ist tote Hose. Nicht ein Zombie. Na, die sind ja satt. Die hatten ja genug zu essen. Ja, der Chris hat gut gedient, ne? Wenn mal gucken, was der Doskias macht. Heute schon hämmern. Aha.
Gegner ein bisschen helfen. Hm, jawohl. Muss ich gerade mal gucken, warte. Aber da hast du wahrscheinlich das Zeug nicht dabei. Nein. Wenn du mir wichtig gibst, kann ich dir gerne dabei helfen. Ja, mehr habe ich leider gerade nicht. Ich habe noch 463 fertig. Oh, dann kann der Christi auch holen, wenn er lustig ist. Also die sind mir gerade weggeflogen, also hast du die noch? Oh, dann sind sie jetzt weg. Ja, das ist. Ja, das muss man dazu sagen, das ist noch so ein kleiner 7 Days to Die Bug. Wenn man was rausschmeißt, kann es passieren, dass es auf dem Boden abprallt und dann irgendwo hinfliegt. Also wenn du jetzt da rumläufst, bleib permanent mal auf E gedrückt. Kann sein, dass du es unterwegs auf einfach einsammelst. Na, das könnte es doch sein, oder? Mal gucken. Ich laufe jetzt auch mal hier unten rum. Ich bin auf E drauf. Ich hab's. Ah, oh Gott, ganz da hinten. Genau das meine ich nämlich. Okay. So, hier kommen die Gitter hin und ich bin mir gerade nicht sicher, ob die Verbindung hier, diese hier, ob die, aber diese lassen. Oder ob wir da eine Schräge reinhauen. Ich meine, gut, das sieht hässlich aus. Da müssen wir definitiv eine Schräge reinmachen. Das können wir so nicht lassen. Ich denke mal hier auch. Ja, wir machen die Ecken wieder rund. Das hat sonst keinen Wert. So. Wir machen die Ecken wieder rund. Ja, genau. Ein bisschen rund. Oh, der Chris fängt wieder an. Oh oh. Es geht schon wieder los. So, wir müssen jetzt hier eine vernünftige Decke hinkriegen. Da experimentieren wir jetzt auch ein bisschen rum. Huch, da wollte ich gar nicht hin. Dann nehmen wir. Gibt's die Dinger hier überhaupt? Ich muss mal gucken. Wenn ich das hier nehme. Das ist genau falsch rum. Was brauchst du mehr? Stein oder Holz? Das ist hier echt schwer zu sagen. Eigentlich, ja. Beides. Ja, richtig. Oh, es klappt nicht so, wie ich das denke. Kann auch sein, dass es das Falsche ist. Brauche ich doch das hier? Müssen wir uns jetzt mal ein bisschen durchprobieren. Ich versuche mich ja hier immer ein bisschen zu verkünsteln. Das ja, könnte sein. Ich werde mal den Sponti suchen. Ja. Ich bin unsichtbar. Okay. Halt. Ist das so richtig? So ist es. Das sieht jetzt ein bisschen komisch aus, ne? Also mein Plan ist, dass wir quasi das so hinsetzen. Spondi, wo hast du dich denn reingebuddelt? Das ist ein Geheimnis. Okay. Und das so hinsetzen. Nee, das passt absolut gar nicht rein. Du musst mir erst 5 Federn eines Zombies bringen. Um die Location genau so nur auf dem Kopf. Was hast du geraucht? Was denn? Ich rede mich gerade um. So? Im Haus nicht. Hier passt's. Nur unten passt's, glaube ich nicht. Da war's im Haus kaputt? Ich nicht. Nein. Was? Ich höre immer irgendwas auf Holz hauen. Das war ich gerade gewesen. Dann, was? Wo? Zombie? Zombie? Nein. Ich habe gerade Holz gemacht. Ich habe Hunger und Durst. Okay. Ja, hast du das Essen schon gefunden? Also hat man dir Bescheid gegeben überhaupt, wo das ist? Ja, ja. Oh, okay. Ich habe aber das Beste geschaut bisher. Jede Folge. Oh, na dann. Ja. Für mich ist das hier nicht mehr Fremd. Fremd? Nee. Hab dich gefunden. Ich wurde ja heute auch unterbrochen. Ich zack im Kopf, nein. In der heutigen nein. Folge, die gerade weiter zu schauen. Da bin ich bei der Hälfte und musste dann leider muten und eine Pause drücken. Gibt's schon mal die Steine? Also. Passt das? Theoretisch ja. Das ist jetzt. Irgendwie sind diese Dinger hier. Ihr seht den Übergang hier. Das ist. Dankeschön. Ich werde es machen. Ah, der Spond hat ja echt dann gut gekloppt. Ja, man kriegt hier leider nämlich keinen vernünftig geraden Übergang hin, weil dieses Teil hier nicht ganz so ist, wie ich es mir gedacht habe. Normalerweise hat man hier eine glatte Ecke, hier eine glatte Ecke und dann hier oben eine glatte Ecke. Und diese glatte Ecke hier oben haben wir nämlich nicht hier. Die ist komplett bündig. Aber ich lasse das trotzdem mal hier so schräg. Hier, ja, da müsste jetzt eigentlich das Teil reinpassen. Eigentlich.
Aber wird es wahrscheinlich auch nicht. Das ist... Ja, es ist irgendwie um... Oh doch, es passt. Das passt so rein. Das ist okay. Das kann man wirklich so lassen, na? Hallo, Chris. Hallo. Kann ich dich schon kloppen? Die kannst du eigentlich kloppen, ja. So, das noch hier so hin. Dann fehlen uns nur noch zwei von denen hier, ja, genau. Zack, zack, das geht ja schnell. Jetzt mal gucken, da müssen wir wieder 5000 Mal drehen. Oh, das ist echt... Ein bisschen drin. Doch, das müsste hin... Das müsste hinhauen. Und das müsste so hinhauen. Ja, brauchst doch. Brauchst du noch Frames oder was brauchst du? Oder what inner frame? Welche brauchst du? Da mal bitte gar nichts machen, weil ich nie sagen kann, welche ich gerade brauche. Ich bin mir auch gerade nicht sicher, ob das hier alles... Also diese Ecke hier sieht okay aus. Jetzt muss ich nur noch gucken, wie ich das Dach oben voll zu Ende mache. Dazu müssen wir jetzt erstmal hochgehen. Bauen wir mal hier eine... Dass der Chris mitkommen kann, eine provisorische Treppe hoch. So. So. Vielleicht hat der Chris ja eine Fackel dabei. Oh, sehr schön. Ja, wir haben... Alles vorbereitet. Wir haben natürlich hier oben... Boah. Wir könnten es... Ja, wir könnten es ganz simpel machen. Dann haben wir einen glatten Abstrich oben und könnten sogar oben noch... Oh ja, doch, doch, das machen wir. Passt mal auf. Passt mal auf. Wir nehmen jetzt die Dinger hier. Der Chris sieht's gleich. Ich baue die eben noch hier. Zack, zack. Jawohl. Und... So. Da muss ich jetzt eine richtige Stelle finden. So. Und ich werde die nach unten ausrichten, glaube ich. Ist nicht ganz einfach zu setzen. Wobei die halt hier... Nein, das ist okay. Das ist vollkommen okay. Das sind jetzt noch zwei Felder. Man muss halt... Mich hält das auch aus. Ja, ja, das ist das auf jeden Fall. Die sind schon häufig von mir in der Praxis getestet worden. Das sind eigentlich Zäune. Okay. Aber die Zäune sind auch perfekte Laufwege. Wie man hier sieht. Und oder halt perfekte Lückenfüller. Wenn wir das Ganze mal von unten angucken. Ui. Dann ist das Dach halt wunderschön geschlossen. Und ich finde das... Hm, ja, doch. Ist gar nicht mal so schlecht, finde ich jetzt so von der Optik her. Man hat schön viel Platz. Es ist nicht so eckig. Naja, sieht sehr gut aus. Ich finde das auch gut. Auf eine Idee muss man erstmal kommen. Und hier kommen natürlich dann noch die Gitter ran. Wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob ich hier... Ob, vielleicht lasse ich das auch offen so, ohne Gitter. Ich weiß es noch nicht. Das Einzige, was mich stört, ist hier dieses Eck hier, dass man hier nicht rüber gucken kann. Wenn genau aus diesem Winkel Zombies kommen, kann man die nicht abknallen von hier aus. Wenn man hier noch eine Eckdings wegmacht. Ja, das Problem ist, dass die in der Mitte sind, links und rechts. Weißt du, ich kann nicht in der Mitte schlagen. Ich kann nur links oder rechts. Also es wird so oder so unsymmetrisch. Außer ich mache das komplett frei. Und setze nur so einen Pfosten. Können hier oben noch so eine Treppe hinmachen? Gibt es so die Leiter, wo man dann oben noch sich hinstellen kann? Und ja, das habe ich auch schon gedacht, dass ich hier vielleicht oben... weil man kann Gitter schräg setzen. Das ist kein Problem. Könnte man hier so Gitter ranmachen. Die Gitter kann man ja auch hier an der Seite noch dran machen. Oh, da kommt... Dass die Zombies nicht mehr hochkommen. Du. Ja, ja, das sowieso. Das kommt aber auf der Höhe von hier unten hin. Wir haben ja quasi hier unseren Laufweg. Den hier. Und auf der Höhe kommt quasi die... Hoppla. Kommen die Gitter hin. Dass die A, wie du sagst, die Zombies nicht hochkommen. Und B, wir sehen es einfach hier auch... können wir schön runterballern. Und wir sehen, wir haben die Nacht unüberschadet überstanden. Wie gesagt, da ist die Ruhe vorm Sturm. Ja, Tag 7. Nicht mehr lange.
Dann kommt die erste Horde. Ich bin eigentlich sehr, nicht pessimistisch, ich bin sehr optimistisch, was das angeht. Denn ich werde auf jeden Fall beim nächsten Mal, bevor die Horde kommt, schaue ich, dass wir hier noch die Gitter rankriegen. Das auch, ich weiß nicht, ich glaube bei der ersten Horde sind, glaube ich, diese Kletterzombies oder auch Spider-Zombies genannt. Die sind dann nicht mehr dabei, soweit ich weiß. Oder noch? Nein, denn nicht. Noch nicht dabei, so meine ich das. Von dem her mache ich mir da nicht so große Sorgen. Und ja, das werde ich auf jeden Fall weitermachen beim nächsten Mal. Der Chris, was hat der Chris beim nächsten Mal vor? Ich würde sagen, beim nächsten Mal mache ich auch erstmal die andere Seite erstmal ein bisschen safe mit Spikes. Man weiß halt nicht genau, von woher die Zombies kommen. Das stimmt, ja. Dann würde ich mir sagen, erstmal herum die Spikes nochmal rumklatschen. Oder herumstellen. Wenn man ein bisschen freundlicher herausstellen möchte. So, das wäre erstmal mein Plan. Und dann würde ich sagen, noch ein bisschen nebenbei, dann, wenn ich damit fertig bin, noch ein bisschen essen, Fleisch suchen, ein paar Tiere metzeln, bevor es losgeht. Ja, was ja 7 Tage Horde. Ja, das. Wo ich persönlich auch schon mich drauf freue. Oh ja, ich mich auch. Ich freue mich eigentlich immer drauf, wenn ein Hordentag ist, allein schon aus dem Grund, ich kann endlich meine Mauer testen. Das muss ich dazu sagen, hat mich bei meiner Staffel 1 hat mich das sehr gestört. Die Horden kamen nie, weil der Server ja immer an war. Der war immer an, da war halt mal, wenn ich on war, Tag 30 und wenn ich einen Tag später on war, war der halt Tag 40. Und eine schöne Festung, aber die wurde nie angegriffen oder selten angegriffen. Deswegen, ich freue mich wirklich drauf, wenn hier mal Tag 7 dann ist, beziehungsweise dann die Nacht 7 und diese Horde kommt. Und ja, ich würde sagen, wie es dann einfach weitergeht, das sehen wir dann einfach beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin. Genau. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein und ciao, ciao. 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 Ciao.